Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Diminish Cap Randomizer oder Diminish Cap. Ihr hattet ja im letzten Part schon gesagt, dass ihr da gar nicht so sicher seid, ob das richtig ist mit Diminish Cap und Diminish Cap. Also ist es eigentlich auch wurscht. Bring mich einfach gar nicht weiter an, was wir hier aussprechen und nenne es einfach so, wie es ist. Diminish Cap. So, fertig. So, hier kann ich mich klein machen und durchlaufen. Ich habe leider hier, glaube ich, noch gar keine Chance, mich klein zu machen, oder? Kann ich mich hier irgendwo klein machen? Ich glaube, ich komme mich nicht durch, wenn ich mich klein mache. Nee, okay. Dann muss ich daher irgendwo anders hinkommen, glaube ich. Okay, ist aber nicht weiter schlimm. Hier war ich ja schon drinne. Hier war ich überall schon drinne. Da passiert nichts, wenn ich die rumwirbel. Und ja, wir haben im letzten Part noch den Wirbelstab erhalten. Richtig cool. Heißt, wir können jetzt Löcher gefährlich machen. Oh Gott. Gefährlich machen und das zu... Was heißt gefährlich machen? Wir können das so machen. Und jetzt können wir da hochjumpen. Gefährlich machen. Ah, sind wir direkt wieder im Wald. Okay. Was gibt's denn da Schönes? Willkommen am Brunnen der Abenteurer. Ich brauche Rubine, viele Rubine. Wirf bitte all deine Rubine in diesen Brunnen. Ah, okay. Ja klar, mach ich. Echt? Du weißt schon, dass du dann überhaupt keine Rubine mehr hast. Wirfst du all deine Rubine hinein? Ja. Du bist aber lieb. Ich brauche gar keine Rubine. Weil du so freundlich bist, möchte ich dir bei deinem Abenteuer helfen. Über den Wolken... Ist jetzt doch bestimmt das, oder? Mögest du erfolgreich sein. Okay, wir haben ein weiteres goldenes Amulett bekommen. Sehr schön. Ein Glücksfragment. Und... Ja, gucken wir mal, wie es heute im Part weiter läuft. Bin guter Dinge. Lass mal wieder ein paar schöne neue Items finden. Geht jetzt halt auch darum, dass wir nochmal ein bisschen abchecken. Hier muss ich... rechts einfach aus dem Schloss kommen. Und ich merke heute, ich bin ein bisschen heiser, gestern noch vom Stream. Deswegen kann ich heute, glaube ich, nicht mit ganz so viel Engagement rein jumpen. Aber ich versuche mein Bestes, Leute. So. Ansonsten, hier kann ich was wegsprengen. Hier komme ich auch gerade nicht weiter. Aber hier. So, schauen wir mal. Da ist auch eine Schatzkiste, da kommen wir direkt hin. Gott, was machen die denn da? Ja, da muss ich schwimmen können. Mann. Aber die Schatzkiste können wir uns holen. Der Kletterring. Auch mega nice. Und das andere sind die Kraftarmbänder, oder? Ich glaube schon. Okay, Kletterring erhalten. Jetzt kannst du dort hochklettern, wo du bisher nicht hingelangt bist. Sehr gut. Haben wir hier sonst noch... einfach noch ein... Über den Wolken. Ja, geil. Wie viele brauche ich? Fünf? Brauche ich fünf Zwergmände? What? Ach, es gibt fünf. Verstehe ich nicht. Nee, okay. Einfach wieder doppelt bestimmt, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Und ich weiß auch nicht, mit wem ich vereinen muss. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal aufpassen. Mit wem ich die vereinen muss. Eieiei. Deswegen sollte ich vielleicht trotzdem nochmal mit jedem reden. So, hier ist erstmal... Ja, den muss ich anrempeln, den Baum. Ba, ba, ba. Okay, gehen wir erstmal zurück ins Schloss. Ihr hattet auch gesagt, hier gibt es nochmal was zum Graben. Und in den Brunnen kann ich irgendwie reinjumpen. Und hier hattet ihr gesagt, da brauche ich irgendwie eigentlich alle Nintendo-Figuren. Beziehungsweise die Medaille und dann kriege ich einen Schlüssel. Also ganz komisch eigentlich. Müssen wir mal gucken.
Aber gucken wir erstmal, denn irgendwo hier. Hier kann ich reingraben. Da waren wir nämlich noch nicht. Schauen wir mal. Hier was Gutes finden. Haben wir da schon die erste Lücke? Mit einer Schatzkiste und... Ah ja. Gibt es da ein Upgrade von oder ist das jetzt einfach doppelt? Ist einfach doppelt. Also das meinte ich halt. Es gibt doppelte Items. Einfach damit ich es ein bisschen leichter habe, die doppelten zu finden. So, da ist aber direkt noch eine Schatzkiste. Ah, 5 Bomben bringt mir, glaube ich, gar nichts, weil ich keine Bombentasche habe. Oh shit. Hey, kleiner. Da geht's noch tiefer. Und da ist noch eine Schatzkiste, oder? Jo. Ein Herzteil. Sehr schön. Aha. Es gibt hier nur Herzcontainer, kann das sein? Warte mal. Nee, es gibt Herzteile. Okay, alles klar. Und hier aber direkt noch eine Schatzkiste. 30 Bomben nützt mir wieder gar nichts. Zack. Aber hier kann ich noch was reinschieben. Und dann können wir uns später noch diese große Schatzkiste da holen. Muss ich aber von der anderen Seite, glaube ich, kommen. Okay, da komme ich nicht weiter. Muss ich irgendwie von unten noch kommen? Alles klar. Gut, dann war es das hier erstmal wieder. Da war jetzt leider nicht so richtig was dabei. Schade. Ich habe auch viel zu viel Geld. Ich müsste mal mein Geld loswerden. Aber was kann ich kaufen für 100 Rubine? Das ist halt die Sache. Zack, zack. So, raus hier. Dann hat er gesagt, Brunnen. Wo gibt es denn hier einen Brunnen? Hier, das könnte ich umdrehen. Frage ist, was bringt mir das? Also ich habe ja jetzt meinen Stab, ne? Damit kann ich ja jetzt solche Krüge hier umdrehen. Mal gucken. Und jetzt kann ich mich auch klein machen. Ist das das erste Mal, dass wir klein sind? Ich glaube schon. Yay. So, und dann kann ich hier rüber. Und gar nichts machen. Ja, keine Ahnung. Was soll mir das bringen? I don't know. Und hier waren wir doch schon... Waren wir hier schon drin? Ja, ne? Ja. Okay, dann das war's hier auch. Aber da können wir jetzt theoretisch mal ein bisschen nochmal reingucken in die Häuser. Hier zum Beispiel geht's auch hinten rum rein. Da müssen wir uns auch mal klein machen. Ich gehe mir hier nochmal raus. Hier brauche ich Bomben. Mal gucken, was wir hier so machen können. Ich will die vereinen. Nö. Immer mal so ein bisschen die Leute versuchen anzusprechen. Vielleicht geht da ab und zu mal was. Nee. Oder vielleicht doch mal ansprechen, einfach so kurz mit den reden. Weil vielleicht haben die irgendwelche Items und ich muss einfach mit denen reden. Kann ja auch sein. Ups. Ah, ja, sollte ich glaube ich mal machen. Ihr habt ja auch gesagt, der Spielmann, der gibt uns ja auch Items, ne? So, guck mal hier. Oh Gott. Hey Kumpel. Boah, ein Herz. Ah, okay. Schatzkiste. Aber warum Schwert F4? Achso, ich muss das Ding verschieben. Alles klar. Oder Schwert, weißes Schwert, keine Ahnung. So, dann war es das hier auch schon wieder, ne? Da, wie komme ich da hoch? Komm ich von innen rein? Ja, okay, da komme ich auch noch an eine Schatzkiste. Sehr schön.
So, was sagst du, mein Kleiner? Die Gelben sind selten. Es gibt Gute und Schlechte. Zwei Gelbe treffen selten aufeinander. Aber ich habe schon ein paar. Ah, das ging alles in die Hose, das Geld. Mann. Ja, aber was mache ich mit 100 Rubinen? Davon kann ich mir fast gar nichts kaufen, oder? Weiß nicht. Ich will Schluck Kaffee. Schade, schade. Tü-tü-tü-tü. Hallo. Mittagspause. So, da kann man später hinfliegen mit der Ocarina, glaube ich. Wer bist du? Welches Buch leihe ich mir heute aus? I don't know. So, da oben kann man auch hin. Da muss ich aber auch klein sein. Wie viel kostet diese Schwertfibel? 200 Rubine kann ich nicht bestellen. Hab ich zu wenig Geld. Okay. Was kann ich mir machen? Gar nichts. Du warst also schon mal in meiner Heimat. Es ist schön dort, nicht wahr? Ich war eigentlich noch nicht in deiner Heimat, soweit ich weiß. Der Briefträger tut mir leid. Ich muss immer so viel, er muss immer so viel herumlaufen. So. Hier ist auch gar nichts los. Okay. Aber hier runter kann ich. Jetzt kann ich in das Nintendo-Haus gehen, oder? Hallo. Ich bin Blöm, der Minish-Forscher. Du meinst die Legende der Minish aus der Bücherei? Ich habe das Buch schon seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen. Sind vielleicht Mäuse in meiner Heimat? In meinem Haus? Es muss hier irgendwo sein. Vielleicht kannst du es für mich finden. Ich muss weiter forschen. Naja, theoretisch. Das hat ja nichts gebracht, ne? Aber ich kann nicht dazwischen. Na gut. Machen wir es mal weiter. Wer bist du, mein Digga? Dieselben Figuren bekommt man am leichtesten. Was? Wenn man ganz viele mysteriöse Muscheln auf einmal abgibt, dann hat man bessere Chancen. Hihi. Aha. So, genau, dann sind wir hier in der Galerie. Okay, direkt was bekommen. Kann sein, dass ich schon alle Figuren habe, oder? Oder Tyrup. Noch was? Das Manipulieren des RNGs ist illegal. Okay. Okay, vielleicht haben wir wirklich schon alle Figuren standardmäßig hinterlegt. Weiß ich jetzt nicht, aber könnte sein. So, was haben wir hier noch drin? Hier kann ich mich klein machen und rausgehen. Frage ist, bringt mir das irgendwas? Kann ich irgendwo Items abschleppen? Was heißt mir rein? Bin hier raus? Ich kann auch oben rum raus. Aber was bringt mir das? Fragen über Fragen. Ach, hier ist nur einer. Okay. Ich würde gern beim Handwerksmeister in die Lehre gehen, aber er kann mich nicht sehen. Schade. Oh, warum kann er dich nicht sehen? Ach so. Verstehe, verstehe. Weil der Handwerksmeister so groß ist. So, dann können wir hier rein. Aber wie komme ich da oben rein? Hi. Du hast dich das gefunden, ein tolles Werkzeug, nicht wahr? Ich weiß nicht. Brauche ich da... Da brauche ich vielleicht irgendwie was zum Hüpfen, ne? Das könnte ich mir vorstellen. Okay, ansonsten sind wir hier auch durch. Ich kann aber als Minish oder als kleiner Kerl auch hier rüber gehen. Dann könnte man zum Beispiel da hochklettern. Der Postbote, yay! Man kann mit dem Küken reden. Ah, ein Minish, Garg. Keine Angst, Würmchen, Garg. Ich pick nicht auf dich herum. Erzähl dir was, Garg. Irgendwo in Hyrule gibt es eine große Fee, die dir deinen Abenteuern hilft. Sie hilft aber nur den Aufrichtigen, also beantworte ihre Fragen ehrlich. Naja, eigentlich würde ich nie mein ganzes Geld reinwerfen. Wenn ich ehrlich bin. Da mit dem Spielmann, ne, sollen wir auch noch reden. Der könnte uns vielleicht noch Items geben.
Und da... Okay, da geht's auch noch lang. Und da oben könnten wir rausgehen. Hallo, Jungs. Guten Tag, willkommen. Hi. In den Häusern der Menschen lässt sich für uns Mainisch herrlich wohnen. Glaube ich. Sieht doch so süß aus. Okay. Dö, dö, dö. Guck mal, hier komme ich ja auch... Nee, komme ich nicht nach oben, schade. Da steht aber einer rum. Die Mainisch bleiben meist im Haus, weil viele Menschen auf sie drauf treten. Es schadet ihnen nicht, aber es macht sie wütend. Ach, die Armen. Okay, hier komme ich auch nicht weiter. Hier ist überall Weg. Ba, 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 ba. Das heißt, wir verwandeln uns erstmal wieder zurück. Ja, so richtig was gekonnt haben wir in der Folge noch nicht. Außer, dass wir wieder viel Geld verschwendet haben. Hi. Schaffe, schaffe, Häusle. Okay. Dü, 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 dü. Okay, kriege ich überall nichts. Ja, ich werde es mir mal angewöhnen, jetzt immer mal mit den ganzen Leuten zu reden. In der Hoffnung, dass ich da überall was bekomme. Mal da drüben. Hier müssen wir uns irgendwie noch klein machen. Ba, 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 ba. Frage ist, wo kriegt man das hin am ehesten? Das ist eine gute Frage. Müssen wir mal gucken. Okay, reden wir mal mit dem Spielmann. Aus dem Weg. Hallo Spielmann. Okay, der hat leider nichts für uns. Guten Tag. Der will gar nicht mit mir reden. Ne, passiert gar nichts. Hallo. Prosit. So, hier kann ich einmal zack den machen. Quatsch. Den müssen wir umdrehen. So. Dann machen wir uns da auch mal klein. Wie merkwürdig das aussehen muss, wenn da einer einfach kommt, einen Deckel, so einen Topf umdreht und dann verschwindet. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, das duftet hier wunderbar. Rote Mütze der Waldmeinisch gefällt mir sehr gut. Die blauen Mützen der Stadtmeinisch gefällt mir. Dann tauscht doch. Hallo. Der Wald. Was, die Waldmeinisch sind gerade zu Besuch. Yay. In der Stadt ist richtig was los. Die sind alle so schick hier. Okay, wo kommt man hier hin? Ah, kann einmal rüberlatschen. Oh. Aber hier komme ich nicht. Doch, hier komme ich durch. Hatte schon Angst. Eine Schatzkiste. Yay. Na, ah, nochmal der Wirbelstab. Nein. Tja, das ärgert einen halt dann umso mehr, ne? Wenn man doppelte Items bekommt. Ansonsten ist hier aber nicht viel los. Warte, hier kann ich rüberlatschen? Nee. Okay. Weiter geht's. Wo komme ich raus? Ah, das bringt mir halt auch wieder gar nichts, ne? Schade. Der hat ja sinnlose Items, der Typ. Aua. Okay. Ja, das war jetzt eher sinnlos. Schade. Aber können wir die Sache hier schon mal abhaken. Wir haben den Kletterring. Wir bräuchten Bomben noch. Der Büsterich wäre, glaube ich, auch ganz cool. Könnten wir auch ein paar Sachen mitmachen. Okay. Was war hier drinne? Ich bin Magnus. Jo, ich will trainieren. Ah, 30 Bomben. Kann ich ja mehr trainieren? Schade. Aber bei dem sollte man immer mal vorbeikommen, ne?
Na, 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 na. So, also hier könnte ich was einkaufen. Ich habe aber kein Geld dafür. Minispiel machen könnte man doch hier, oder? Warte mal. In den Brunnen, habt ihr gesagt, kann man auch rein. In die Pfütze oder was? Aber du musst schwimmen können bestimmt. So, hier. Part ist zwar rum, aber komm, wir machen nochmal eine Runde Minispiel. Oder ein Kunde, warum ich einen Glücksspielsalon habe? Ah, weil man beim Glücksspiel manchmal gewinnen kann. Ich kann das nicht empfehlen, aber probier es ruhig aus. Ein Spiel kostet 10 Rubine. Okay, das geht ja. Level 1 schon ruinös ist, gibt es jetzt auch noch ein Level 2. Auf welchem Level möchtest du spielen? Dies. Dann kann man dir auch nicht mehr helfen. Ich werde dann mal die nötigen Vorbereitungen treffen. Komm durch den hinteren Eingang nach. Was kann man denn gewinnen? Öffne eine Schatzkiste deiner Wahl. Wenn du gewinnst, erhältst du das Dreifache. Achso, ich kann nur Geld gewinnen. Na toll. Ich habe ja kein Geld. Ich brauche ja kein Geld. Herzlichen Glückwunsch. Oder kann man da aber was anderes gewinnen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, Leute. Okay, das war's. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Nicht ganz so erfolgreich diese Folge. Wir haben aber Kletterring bekommen, zumindest etwas. Und dir? Nö. Da passiert überall nichts. Okay. Gut, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.